Es geht um Schuldscheine und dabei handelt es sich nicht um private Schuldscheine, wo einer sein Haus oder das von Tante Erna im Casino verjubelt hat, sondern es handelt sich um eine ziemlich attraktive Anlageoption, vor allem für Versicherungen und Pensionskassen in mittelständische Unternehmen. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Eva Reudelhuber. Sie ist Rechtsanwältin und Partnerin bei der Kanzlei Gleis Lutz in Frankfurt. Und ich denke, den Talk sollten Sie nicht verpassen. Deswegen bleiben Sie dran. Bei dem Wort Schuldscheine, da assoziiere ich erstmal was Negatives, weil ich glaube, das hat was mit privaten Schulden zu tun und die müssen ziemlich hoch sein. Aber Schuldscheine sind eine höchst attraktive Anlageklasse. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Eva Reudelhuber. Sie sind Partnerin und Rechtsanwältin in der Kanzlei Gleis Lutz in Frankfurt. Und das Thema Schuldscheine ist für Sie ein Spezialgebiet. Erstmal ganz herzlich willkommen. Toll, dass Sie da sind. Können Sie uns denn sagen, warum Schuldscheine als Finanzierungsinstrument so attraktiv sind? Schuldscheine sind Instrumente, die sind schon lange im Markt. Viele denken, dass der Schuldschein eine Anleihe ist, eine Schuldverschreibung. Dem ist aber nicht so. Das sind bilaterale Darlehen, die ein Schuldner, ein Unternehmen aufnimmt als Teil seines Finanzierungsmix. Die großen und auch die mittelgroßen Unternehmen haben das als Teil ihrer Unternehmensfinanzierung neben den bilateralen Banklinien, neben dem Konsortialkredit. Der Schuldschein bietet sehr variable Möglichkeiten in der Gestaltung, oftmals etwas längerfristig, langlaufender als der Konsortialkredit oder das normale Darlehen. Ein Vorteil ist bei Familienunternehmen, die ja in der Regel keine Zahlen veröffentlichen, es muss kein Prospekt veröffentlicht sein, wie bei einer großen Anleiheemission, sondern das kann alles im Verhältnis zwischen Darlehensgeber, Darlehensnehmer sich abspielen, sodass man auch wenig Öffentlichkeit hat. Das ist sicherlich ein ganz großer Punkt. Der Schuldschein ist sehr attraktiv als Anlageklasse für Versicherungen, für Pensionskassen, Versorgungswerke, die sehen wir sehr viel in diese Anlageklasse investieren. Aber wir sehen auch Sparkassen, Volksbanken, die in kleinere Tranchierung in den Schuldschein investieren. Also auch für diese ist das eine attraktive Anlageklasse. Das heißt also, wenn Sie sagen, Versicherungspensionskassen, also institutionelle Investoren sind an Schuldscheinen sehr interessiert und nutzen diese Anlageoption auch stark. Ja, genau. Jetzt ist im Zusammenhang mit Schuldscheinen ein neues Gesetz ganz interessant. Das hat einen sehr langen Namen. Das ist so ein typisch deutscher Name, wie ich finde. Das heißt nämlich das Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz. Es gibt Gott sei Dank eine Abkürzung und die ist schön. Die heißt nämlich STARUG. Das ist jetzt seit 1.1. in Kraft, das STARUG. Was regelt das denn im Zusammenhang mit Schuldscheinen? Ja, vielleicht bevor ich genau auf diese Frage antworte, 2, 3 Sätze zu den Schattenseiten eines Schuldscheins. Ein Schuldschein ist, so sage ich es immer, ein Instrument für die guten Tage im Leben eines Unternehmens, denn in der Krise ist ein Schuldschein unter Umständen ein schwierig handzuhabendes Instrument. Das liegt darin, dass es ein bilaterales Darlehen ist und Sie einzelne Kreditverhältnisse haben. Und bei großen Schuldscheinemissionen haben Sie bis zu 70, 80, 100 Schuldscheingläubiger. Und wenn Sie jetzt mit denen einen Kompromiss finden wollen, eine Laufzeitverlängerung, eine Zinssenkung, dann müssen Sie mit jedem Einzelnen sprechen. Und jeder Einzelne muss zustimmen. Und in so einer Vielzahl in der Krise, da sagt der eine ist vielleicht kompromissbereit, der andere ist aber nur kompromissbereit gegen einen bestimmten Vorteil, der andere ist überhaupt nicht kompromissbereit und möchte das Engagement beenden. Und das macht es schwierig und so manche Restrukturierung ist auch an den Schuldscheingläubigern gescheitert. Und das STARUG bietet jetzt erstmals die Möglichkeit, in einem
vorinsolvenzlichen Restrukturierungsverfahren diese Schuldscheingläubiger in eine Gläubigerklasse zu fassen und mit einer Mehrheit die Schuldscheinbedingungen anzupassen. Das ist der Startpunkt ist die Umsetzung einer europäischen Richtlinie und bietet uns erstmals vor dem Insolvenzverfahren die Möglichkeit eines Restrukturierungsplans, eines Restrukturierungsverfahrens bei drohender Zahlungsunfähigkeit. Und dort hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass bei Instrumenten wie den Schuldschein mit einer Vielzahl von Gläubigern, aber auch bei einem Konsortialkredit, man in die Bedingungen eingreifen kann mit der erforderlichen Mehrheit und sie anpassen, sodass man dem einzelnen Gläubiger, der unter Umständen zu seinem eigenen Vorteil die Restrukturierung behindert, nicht mehr so schutzlos ausgesetzt ist. Ich glaube, das ist der große Vorteil dieses neuen Gesetzes, dieses neuen Verfahrens. Sie nennen das einen großen Vorteil. Man könnte aber jetzt, oder der ein oder andere könnte auch sagen, naja, aber ich finde das jetzt, das verpasst eigentlich mir der attraktiven Anlageoption Schuldscheine schon einen Dämpfer, weil jetzt kann ich ja nicht mehr so agieren, wie ich vorher agiert habe. Können Sie so eine Kritik oder so ein Bedenken nachvollziehen? Jein, weil in der Regel der Investor, also man muss dem Investor natürlich, wenn man den berät, das ganz klar sagen. Aber auf der anderen Seite die Investoren, die in den guten Zeiten des Unternehmens in diesen Schuldschein investiert haben, machen das natürlich nicht ausschließlich im Hinblick darauf, dass sie dann später vielleicht überstimmt werden können. Ganz im Gegenteil, wir sehen in der Krise wenn ein Unternehmen in die Krise geht, einen Wechsel bei den Schuldscheingläubigern. Sehr oft wollen die Gläubiger, die am Anfang in diesen Schuldschein investiert haben, gar nicht mit dem Unternehmen durch die Krise gehen, sondern sehr oft wird dann verkauft an Investoren, die sich auf solche Krisen auch spezialisiert haben. Da gibt es Anlagegesellschaften, sogenannte Distressed Fonds, Hedgefonds, die dann ganz bewusst dort in diesen Schuldschein investieren, der dann an sie verkauft wird, oftmals zu einem Abschlag, um diese Krise wieder zu spiegeln. Und diese Investoren wissen natürlich ganz genau, warum sie investieren und in welches rechtliche Umfeld sie investieren. Also ich glaube nicht, dass das jetzt, dass das Staruk der Attraktivität des Schuldscheins Abbruch tut. Und insbesondere, glaube ich, auch für viele Schuldscheingläubiger ist es positiv, weil sie diesen einzelnen Schuldscheingläubigern, die das Verfahren, das ein hoffentlich positive Restrukturierungsverfahren blockieren, nicht mehr so schutzlos ausgeliefert sind. Also nicht nur für den Gläubiger, sondern auch für die anderen, natürlich nicht nur für den Schuldner, sondern auch für die anderen Gläubiger kann es auch ein Vorteil sein. Sie haben es eben schon mal angedeutet, man muss natürlich auch den Investoren ganz klar sagen, was das jetzt für eine Bedeutung hat. Seit 1.1. ist das ja in Kraft, das Gesetz des Staruk. Sie beraten als Juristin ja beide Seiten. Wie gehen Sie denn da vor? Also wenn wir den Schuldner, den Emittenten, wie es heißt, des Schuldscheins beraten, sagen wir ganz offen, dass der Schuldschein auf der Seite des Schuldners eher ein Instrument ist für die sonnigen Tage im Leben eines Unternehmens. Er bietet diese Flexibilität, genau wie wir vorher besprochen haben. Aber er ist mühsam in der Restrukturierung, weil natürlich auch der Staruk nicht alle Probleme löst. Und sie müssen eben im Vorfeld mit den Gläubigern einzeln sprechen. Und da kann dann jeder seine eigenen Interessen verfolgen. Sie haben keinen Agenten wie bei einem Konsortialkreditvertrag, der institutionalisiert für die Gläubigergruppe spricht. Das ist mühsam. Da, glaube ich, muss man ganz klar den Mandanten darauf hinweisen. Und bei den Investoren ganz ähnlich. Auch hier müssen wir auf diese Sondersituation hinweisen. Und auf der Staruk ist das jetzt natürlich auch etwas, auf was wir klar hinweisen. Das kann aber, ich sehe das ganz im Gegenteil, ich sehe das eher vorteilhaft als nachteilig, weil die meisten Investoren es ja nicht darauf anlegen, in der Krise noch groß Profit zu schlagen, sondern sie hoffen ja in der Regel einvernehmlich eine Krise des Schuldners durchzustehen, um dann wenigstens einen Großteil des Geldes, wenn nicht sogar die 100% zu retten. Wenn Sie es nochmal in drei Sätzen zusammenfassen, was ist das Besondere an dem Finanzierungsinstrument Schuldscheine? Ich glaube, es ist eine Flexibilität.
Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, seine Langfristigkeit. Sie bekommen lange Laufzeiten und gerade für Familienunternehmen sicherlich auch die fehlende Öffentlichkeit, das heißt, sie müssen keinen Prospekt haben, sie haben nicht die Kosten der Börsenzulassung. Das sind, glaube ich, Vorteile, die man nicht unterschätzen darf. Dr. Eva Reudelhuber, Partnerin und Rechtsanwältin in der Kanzlei Gleiss-Lutz in Frankfurt, haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank für den Einblick in die Schuldscheine und auch, wie das jetzt, welche Folgen oder welche Bedeutung das jetzt auch mit dem neuen Gesetz, mit dem Staruk hat. Das war sehr interessant, deswegen ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns diesen Einblick gewährt haben. Und ich bedanke mich auch bei allen, die mit dabei waren und zugehört haben.